Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Resident Evil Revelations. Und wow, das ist ein seltsam tiefer Gang, aber ich sag mal. Wie stellst du dich so schrecklich allen dar? What the fuck? Oh, ist das hier? Oh, Rache Gottes, die jetzt lesen werden, was meinen Blicken hier ward offenbar. Meine Schrotflinte ist voll. Ich will aber mehr Munition. Pape Satan, Pape Satan, Aleppe. Hä, aber der Typ hört sich nicht an wie ein Infizierter. Dann wird dem Äußern seiner Staubgestalt vom Grab her alles Fleisch zurückgegeben. Und hören, was die Ewigkeit durchhallt. Okay. That shit ain't good. Wie stellst du dich so schrecklich allen da? Ah, das ist ja gar nicht der Typ. Oh, Rache Gottes, die jetzt lesen werden, was meinen Blicken hier ward offenbar. Hä? Oh. Ah, nee, doch nicht, jetzt ist er. Morgan. Morgan Lansdale. Hey, ich dachte, er ist mutiert in dem Video. Morgan. What the fuck? Ihr sucht das hier, oder? Ja. Dieses kleine Ding enthält die Wahrheit. Alles, um diese ganze Scharade aufzudecken. Kannst du nicht aufheben. Oh, das war's. Das ist der Beweis. Wir müssen weg. Wir dürfen auf keinen Fall hier bleiben. Run! Stopp! Hä? Why, though? Das ist der Virus. Morgan, sieh dem Schrecken, den du entfesselt hast. Erstens, warum bleibt ihr stehen und schaut ihm zu? Rennt doch einfach weg. Zweitens, warum hilft er ihnen erst und tötet sich dann selbst und lässt... Hey, what the fuck, warum ist jetzt vorbei? Und tötet sich dann selbst. Und drittens... Keine Ahnung, was drittens ist. Auf jeden Fall noch mehr Begründungen, die das einfach nur unverständlich machen. Übertreib, Alter. Satan himself. Morgan ist nicht hier. Es ist sinnlos. Er ist durchgedreht. Oh mein Gott. Ey, der kann sich teleportieren, Alter. Halt's Maul. Nein, der PDA. Wow. Ach, come on, Alter. Noch overpowered, da konnten wir den nicht machen. Was zum... Oh mein Gott. Ey, what the fuck, Alter? Ich bin gechillt. Gechillt 5 Meter weggelaufen. Ich glaub nicht, dass er sich schon verabschieden will. Ey. Junge. Du kannst den nicht dodgen. Du musst immer F drücken. Also ich hab gerade gesehen, dass man irgendwas drücken musste. Ich kann nicht sehen. Pass auf. Ja. Kriech. Die Frage ist, wo muss man den hintreffen? Ich kann nicht sehen! Verdammt, als ob eine Disco-Kugel von mir umtanzt. Ja, hey, what the fuck, wie soll ich den besiegen? Jedes Mal, wenn er mich hittet, mit seinem unausweichbaren Schlag, muss ich einmal fuhren. Okay, jetzt nicht. Ich weiß nicht, das... Also, seinen normalen Körper, den kann man auf jeden Fall nicht treffen. Ey, Alter, ich check's nicht. Ich laufe halt legit so weit weg. Das kann gar nicht sein, dass der mich dann noch trifft. Jetzt brauche ich erstmal wieder 5 Jahre, bis ich rausgefunden habe, wie man...
Ey, das kann nicht sein. Das ist nicht möglich. What the fuck, Alter. Und die Granate ignoriert er einfach, oder sich dann teleportiert. Also seine Hand ist das Einzige, was blutet, aber es ist eh egal, weil... Oh, auf seinem Rücken. Was ist das denn für eine eklige Scheiße? Ja, wie soll ich auf seinen Rücken schießen, bitte? Müsste ich ja permanent... Ja, genau, müsste ich permanent weg... Ey! Ich stehe legit 5 Meter weg! Du kannst mich da nicht treffen! Scheißspiel. Okay, der Gegner ist scheiße, ich bin zu blöd für den. Vor allem, er verändert halt seinen Angriff. Ja, wobei, hier oben, na, er blutet aber nicht. Also, sorry, aber das finde ich einfach kompletten Schwachsinn. Wenn ich 5 Meter wegstehe und der seine Hand in den Boden schlägt, warum verliere ich Hälfte meines Lebens? Also, sorry, aber das macht für mich einfach keinen Sinn. Das ist für mich, das ergibt keinen Sinn für mich. Vor allem, wie kann es sein, dass ich 20 Shotgun-Schuss geschossen habe und es hat sich nicht mal was verändert? Der ignoriert es halt einfach komplett. Und schaut, er blutet halt nicht so. Das ist so komisch. Ja, töte mich einfach. Ich check nämlich nicht, wie man dich tötet. Ja, und hier liegen 25 Schrotgewehrschuss. Das ist für mich ein deutliches Zeichen dafür, dass man die Schrotflinte benutzt. Okay, wenn man sich teleportiert, hat man die Chance, ihm vielleicht mal auf den Rücken zu schießen. Jetzt habe ich aber leider nur noch ein Leben, um das auszuprobieren. Ah, tatsächlich, wenn du hinter ihm stehst, trifft es dich nicht mehr. Ah, tatsächlich. Okay, das ist eine wertvolle Erkenntnis. Oh! Schauen, ob mir ein Leben reicht. Ich habe nämlich legit... Oh, was? Oh Gott. Ja gut, okay, das reicht mir nicht mehr. Oder ist hier noch ein Heilkraut? Ich glaube nicht. Ja, okay, die Erkenntnis kam leider zu spät. Leute, sie lebt immer noch. Aber das mit dem Packen ist halt auch wieder so scheiße, weil das kann man doch ganz sicher nicht dodgen. Oh Leute, jetzt kann ich nicht mal das andere dodgen. Okay, also man muss hinterhin laufen, während er sich teleportiert. Naja, dann hoffe ich mal... Ah, da liegen 25 Schrotgewehrmunition. 25. Das ist schon abartig. Also das heißt quasi, wenn der so rumläuft, brauche ich gar nicht auf ihn schießen, weil es eh keinen Sinn hat. Oh, okay. Ich glaube nicht, dass er sich schon verabschieden will. Na, das funktioniert irgendwie nicht hundertprozentig. Na gut, ich kriege auf jeden Fall weniger Schaden. Hä? Jetzt kriege ich es irgendwie nicht mehr hin. Irgendwie bin ich jetzt zu blöd dafür. Oh lol, jetzt ist ja ganz normal. What the fuck war das? Jetzt hat er plötzlich einfach so zugeschlagen. Okay, irgendwie, ich glaube, man muss noch kurz warten und laufen. Ich weiß nicht. Was mache ich jetzt anders als gerade eben? Na, ja, dann dreht er dreht sich dann halt nämlich einfach. Na gut, das ist nicht schlecht, weil dann kann man ihn so noch ein bisschen anschießen, aber nicht wirklich. Na, irgendwie... Was habe ich gerade anders gemacht? Ich habe gerade genau das Gleiche gemacht. Aber das am Boden liegen, das nervt richtig. Das ist so der größte Scheißtrick überhaupt. Jetzt hat's funktioniert. Ja, das ist es halt. Wenn du zu nah bei ihm stehst, dann kriegst du da auch wieder aufs Maul. Fuck you. Also der Boss ist mit Abstand der bescheuertste, weil du dem nicht mal Schaden machen kannst. Jetzt soll ich wieder falsch rum. Ey, jetzt bleib halt nicht immer liegen, du bist so eine dumme Kuh, Rachel, wirklich. Als ob ihr so plötzlich einfallen würde, oh Moment mal, wenn der mich so zu Boden wirft, muss ich eigentlich liegen bleiben. Ach komm.
das ist halt legit Bullshit. Du darfst nicht zu nah bei ihm stehen, aber du darfst auch nicht zu weit weg sein, weil wenn du zu weit weg bist, trifft dich die AOE irgendwie immer. Ja, das, oder da ist doch so ein Blutkanal an. Oh! Oh mein Gott, er hat geschwankt. Das Problem ist. Oh Gott. Herr. Das war gerade voll der Bug. Ich habe die Animation gesehen, wie er zugeschlagen hat und bin erst. Oh, what the fuck? War der gerade zweimal? Ja. Okay, jetzt checke ich irgendwie gar nichts mehr. Ja, Alter. Willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Es sind zwei jetzt plötzlich. Ich muss jetzt zwei AOEs dodgen. Ich hab's noch keinmal geschafft. Und hab nur noch einmal Food. Ja, also Entschuldigung, ich kann nicht hinter beiden stehen. Wie soll denn das gehen? Und sie bleibt nach jedem Schlag liegen. Rachel, du bist so ein dummes Stück Scheiße, Mann. Warum bleibst du immer liegen? Und vor allem, was macht Chris eigentlich? Der schießt halt 24-7 auf den Typen und es passiert halt gar nichts. Alter, warum bleibt die immer liegen? Das ist so nervig, wirklich. Und ich laufe halt immer hinter den Falschen. Das kann halt eigentlich auch nicht sein. Aber ja, jetzt habe ich eh kein Leben mehr. Und dann stirbt man nicht mal. Alter, ich stehe legit da und warte darauf, dass er mich tötet. Ich könnte auch einfach... Okay, nevermind. Ja, neu starten. Also manchmal ist das Spiel wirklich... Ich stelle mich einfach nur noch hin, warte darauf, dass er mich tötet, überlebt noch einen Schlag und einmal greift er mich einfach nicht an. Aber Hauptsache, wenn ich probiere auszuweichen, dann jedes Mal. Na gut, jetzt nochmal. Jetzt das ausprobieren. Okay. Nevermind. Boah, das triggert mich so, das Liegenbleiben wirklich. Da kriege ich richtige Aggressionen irgendwie. Ich weiß nicht, ich check das irgendwie nicht ganz. Ich meine, ich habe ungefähr verstanden, was man machen muss, aber ich bin zu schlecht, das zu tun. Das Problem ist, du kannst nicht, durch seinen Doppelgänger gerade konnte man so durchlaufen. Das kann man bei dem nicht machen. Aber man muss halt... Man muss halt warten, bis er wirklich zum Schlag ausholt. Beziehungsweise bis er schon ausgeholt hat. Oh mein Gott, jetzt hatte ich verdammt viel Glück, dass er mich gerade nicht getroffen hat. Das zieht nämlich auch immer guten Leben ab. Jetzt hat er sich trotzdem wieder gedreht. Oh, scheiße. Jetzt mache ich es wieder falsch. Nein, ich mache es wieder falsch. Mann, warum check ich es nicht? Jetzt hat sie nicht nachgeladen. Willst du mich verarschen? Ach, come on. Dreimal Heilung noch.
Ich habe ihn noch nicht mal bis zum Doppelgängerstadium bekommen. Oh. Oh, jetzt. Ist ja die Frage, was macht man bei dem Doppelgänger-Scheiß? Oh mein Gott. Okay, das ist zwar immer ein grünes Kraut komplett verschwendet. Was bringt einen dazu, sich selbst zu infizieren? Er ist von Rache besessen, nicht mehr menschlich. Das Problem ist, woher weiß man, welcher der echte ist? Weil wenn ich hinter den Falschen laufe, trifft mich der Echte ja trotzdem. Es ist nur einer. Es ist wieder der Falsche. Es gibt's nicht. Ich laufe immer hinter den Falschen. Das hast du tatsächlich mal geschafft. By the way, übelst die Weep-Musik. Also epische Weep-Musik. Aber wisst ihr, was ich auch falsch mache? Ich fude zu früh mein grünes Kraut immer. Also ich nutze es nicht effektiv aus. Mal jetzt zum Beispiel eben, jetzt habe ich halt nochmal einen Schlag überlebt, genau. Ich fude immer eine Stufe schon vor. Weil man das sagen muss, in der Vergangenheit bin ich halt auch schon gestorben. Wenn ich es ein bisschen zu spät eingesetzt habe. Ich meine, klar, insgesamt stirbt mein Resident Evil jetzt eigentlich nicht so oft, oder eigentlich nur bei Bossen. Aber trotzdem ist es schon passiert. It's a problem. Ah ja, was mich hier wirklich sehr stört in Resident Evil Revelations, muss ich sagen, ist, man hat permanent eigentlich einen Partner, oder fast die ganze Zeit, aber die sind halt komplett useless. Ich meine, Chris hat jetzt halt legit 400 Schüsse auf den abgesetzt, ich weiß nicht, auf jeden Fall extrem oft auf den geschossen. Und es ist halt wie, als wäre Chris gar nicht existent im Kampf. Als wäre er gar nicht da. Das finde ich halt so, ich weiß nicht, dann gibt mir keinen Partner, weil so macht es halt keinen Sinn. Das war wieder der Falsche. Ich weiß nicht, wie man den erkennt. Er flackert leicht, glaube ich. Er ist sowieso schlecht projiziert quasi. Aber das bringt mir halt nichts. Wenn ich das sehe und direkt vor ihm stehe, dann bringt mir das ja nichts. Weil in der Zeit kann ich niemals noch hinter den anderen laufen. Ah! Ich glaube nicht, dass er sich schon verabschieden will. Ja, aber wir sind keine Babysitter. Na gut, jetzt probiere ich es auf jeden Fall mal, meine grünen Kräuter wirklich erst so spät wie es möglich ist einzusetzen, damit ich auf jeden Fall dann nachher, ja, what the fuck, mehr Möglichkeiten habe, ihn mit der Doppelgänger-Scheiße, ja, come on, nein! Okay, das war jetzt halt auch wieder sehr schlecht. Also das Grabben muss man wirklich komplett vermeiden, weil es einfach viel zu viel Schaden macht. Ja, okay, jetzt muss ich es machen. Oder meinte ich, überlebe noch einen Schlag? Ja, ich weiß nicht, ich bin mir so unsicher. Ja, ich google lieber. Außerdem, warum frage ich euch überhaupt was, während ich aufnehme? Er hat sich halt in die andere Richtung gedreht. Er dreht sich halt einfach immer. Weil es auch unterschiedlich ist. Manchmal, wenn er dich grabt, macht er gefühlt 90% Schaden, manchmal 10. Was nicht. Vielleicht bringen ja diese normalen Headshots doch was, aber
Auf jeden Fall nicht viel, weil dafür dauert es ein bisschen zu lang. Dafür habe ich schon zu sehr 30 Schuss in sein fettes Gesicht gepflanzt, dass das wirklich was bringt. Oh, 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 oh. Okay, wir haben tatsächlich noch 4 Heilkräuter jetzt. Ach, das ist Gewehrmunition, lol. Ah, okay. Ich habe vorhin Schrotgewehrmunition. Ja, der Doppelgänger, der flackert einfach nur leicht. Er ist von Rache besessen, nicht mehr menschlich. Oh Gott. Was denn, welcher der richtige war? Soll ich fluchen? Nein, das ist der falsche. Ah, scheiße. Vielleicht, wenn sie nicht immer liegen bleiben würde, das wäre schon mal wirklich ein riesiger Vorteil, weil dann könnte ich immer, wenn er sich noch aufrichtet. Ah, scheiße, das ist wieder der falsche. Dann könnte ich nämlich immer, wenn er sich so aufrichtet, genau, da hat man es gerade nochmal grün spritzen sehen. Okay, das ist der richtige. Dann dreht er sich halt einfach in die andere Richtung, der Wichser. Fuck you. Wahrscheinlich gibt es auch noch ein drittes Stadium, das ich noch gar nicht kenne, weil ich so langsam bin. Weil, oh mein Gott, was? Habe ich das gerade richtig gesehen? Sein Herz wird sichtbar. Wenn er sich teleportiert. Oder habe ich mir das gerade eingebildet? Also wenn mich nicht alles täuscht, dann geht seine Herzklappe auf. Ja genau, tatsächlich. Schaut euch das an. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Aber nur in dem Moment, wo er ausschlägt. Da kann ich ihn ja gar nicht dann abschießen. Ja genau, what the fuck? Warum ist mir das bisher nicht aufgefallen? Aber, ja eben, was bringt's mir? Ich kann ihn ja nicht abschießen und gleichzeitig ausweichen. Das geht ja gar nicht. Das kann, wenn dann nur Chris. Ach, sie bleibt halt wirklich immer liegen, Alter. So macht es halt keinen Sinn. So kann man den halt nicht besiegen. Alter, jetzt war es wirklich unlogisch. Ich war halt legit straight hinter ihm. Okay, ich muss auf jeden Fall weg von Chris. Okay. Ich bin einfach schlecht in dem Spiel, würde ich sagen. Ach, oder ist das Herz auch das Zeichen dafür, dass das der echte ist? Ich weiß nicht. Ah gut, wenn man genau hinschaut, erkennt man den Doppelgänger schon. Ich habe vorher nicht so sehr drauf geachtet, muss ich ehrlich zugeben. Aber ja, Mr. Eustace da drüben macht natürlich gar nichts. Aber ich habe auch, glaube ich, auf seinen Rücken jetzt nur einen Schuss abgesetzt seit der Doppelgängerphase. Also so kann man den, glaube ich, auch gar nicht besiegen, weil du musst es auf dem Rücken halt auch einfach mal treffen. So, jetzt brauche ich jetzt die Heilkraut. Oh, das ist nicht gut. Okay, wir haben noch genau 2-3 Versuche, dann ist Feierabend. Oh, das war auch nicht vorteilhaft. Gut, ich habe noch meine Grenades, tatsächlich, fällt mir gerade auf. Ach komm. Na, das ist sinnlos. Also mit dem Ausweichen, ich bin einfach zu blöd dafür. Das ist, für mich ist es pures Glück, ob es klappt oder nicht. Weil manchmal dreht er sich halt um und manchmal dreht er sich halt nicht rum. Das ist, also für mich ist das pures Glück, oder ich bin zu blöd dafür. Ah, Leute, stand ein Tipp. Ah. Seit wann stehen da Tipps, Alter? Bisher stand da wirklich nichts Hilfreiches. Schießen Sie Norman auf. Auf was? Aber ich weiß es ja.
Außer da stand jetzt irgendwas wie, schießen sie ihm auf die Knie oder so ein Scheiß. Könnte ich theoretisch mal ausprobieren, ob das was bringt. Ich glaube nicht, dass er sich schon verabschieden will. Nein, ich glaube nicht. Aber wir sind keine Babysitter. Was? Wie habe ich das gemacht? What the fuck, wie habe ich das gemacht? Ich kann nicht sehen. Pass auf. Okay, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß, das geht, ja. Dieses leichte Dodgen, das habe ich so schon ein paar Mal gemacht, aber es war bisher immer unbewusst. Aber lol, wenn man das wirklich dodgen könnte, wäre es das auch einfacher, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Nein! Aber stimmt, immer wenn er irgendeine Angriffsaktion macht, geht seine Herzklappe auf. Müsste Chris DeLarry halt mal ein paar Schüsse reintreffen, aber dafür ist der... jetzt habe ich schon wieder gemacht, what the fuck? Das ist jetzt, weil ich schon so lange bei dem bin, dass ich schon so viele Versuche gemacht habe, dass mir das Spiel hilft. Could it be? Could it be? Aber mich wundert, dass ich bisher noch keinmal hinbekommen habe, das zufällig zu schaffen. Bei so vielen Tries. Jetzt dachte ich kurz, ich bin tot. Also erst wollte ich sagen, ich dachte, ich habe es geschafft und dann dachte ich, ich bin tot. Oder sollte man ihm dann... Oh mein Gott. Sagt mir nicht jedes Mal, wenn er so zum Schlag ausholt, sollte man ihm einfach aufs Herz schießen. Und einfach stehen bleiben. Bitte nicht. Ach, komm. Was bringt einen dazu, sich selbst zu infizieren? Er ist von Rache besessen, nicht mehr menschlich. Tatsächlich, sein Herz geht ja jedes Mal. Oh mein Gott, Alter. Jetzt sag mir nicht, ich habe das entdeckt. Ich bin zu blöd, was mit dem Wissen anzufangen. Muss ich es probieren. Konzentriere dich, es ist nur einer. Jetzt habe ich es leider nicht geschafft, weil ich erst später kannte, welcher der falsche ist. Das muss ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Tatsächlich, oh mein Gott, nein! Es war so einfach. Oh, wait, what? Nee, es war der echte, what the fuck? Ich hab doch auf ihn geschossen. Okay, vielleicht muss man wirklich genau reintreffen. Oh mein Gott, ah! Okay, lol, jetzt habe ich ihn tatsächlich mal outrunned. Ja, es ist blöd, wenn sie links und rechts von mir stehen. Ja, oder so. Nein! Wow. Dann sorry für 24 Minuten. Absolute Inkompetenz. What the fuck? What the fuck ist... Was ist jetzt passiert? Es war nur einer da, das war der Falsche und plötzlich war der andere auch da. Sein Angriffsmuster gechanged. Schon wieder. Oh mein Gott. Ah! Alter, das ist so schwierig zu treffen. Ja, komm. Übertreib. Lol, jetzt liegt da andere Munition. Ist wieder der falsche. Oh, na, meint, die waren beide da, lol. Ja, aber dafür ist, glaube ich, der Sturm. Das Schrotgewehr nicht so geil dafür. Ja, dafür ist die Dingens besser, weil da hast du halt nicht nur einen Schuss, sondern halt mehrere. Oh mein Gott. Nein!
Scheiße, ich habe nur noch ein Heilkraut. Nein, Alter. Oh mein Gott, ich bin so schlecht. Ich habe es halt sogar gesehen, dass deine Herzklappe immer aufgeht. Und habe halt nichts mit dieser Information gemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, what the fuck? Wie zur Hölle hat er das gemacht? Egal, lass nicht nach. Oh. Okay, Granaten sind komplett useless. Wow, what the fuck? Soll man erst sein fettes Herz schießen oder auf den Kanister, den er auf dem Rücken trägt? Oh mein Gott. Das war gerade irgendwie sau unlogisch. Er hat mich hier volle Kanne getroffen, hat sogar Blut von mir spritzen sehen. Aber es ist nichts passiert. Aua! Boah. Alter, what the fuck, ey? Ich check's halt gar nicht mehr. Oh mein Gott. Ah, ich wollte gerade sagen, hä? Eins müsste doch noch da sein. Na. Okay, es war eigentlich gar nicht mehr so schwierig, wenn man checkt, wie es funktioniert. Oh Gott, Alter, das tut mir leid. Alter, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin, ey. Oh mein Gott. Ich dachte mir schon, das kann doch nicht sein, Alter. Der Idiot zündet es an. Das ist vielleicht nicht schlecht. Alles, was nicht unter Wasser liegt, verbrennt. Na okay, okay, es verbrennt sogar nur die Fahne. So behandelt Morgan seine Freunde. Der ist natürlich intakt. Da ist nicht aus Versehen jemand draufgetreten oder eine Kugel draufgeflogen. Oh, jetzt sehen wir das Video. Verbreitungsmethode. Das Schiff ist mit einer Drohne ausgerüstet. Das ist ihr Ausliefersystem. Sehr schön. Jetzt zeig mir die Ware. Reinstes T-Abyss. Auch gibt es keinerlei Impfstoff dafür. Ja, natürlich. Ein bisschen davon kann eine Stadt ins Chaos stürzen. Das wäre alles. Ich muss jetzt gehen. Wer hätte das gedacht? Hä? Die fiesen Terroristen bekommen Unterstützung vom ehrwürdigen Commissioner der FEC. Wie du siehst, kannst du dich aus dieser Sache nicht so leicht rauswinden. Ich habe die BSAA offensichtlich unterschätzt. Und dich möglicherweise auch? Wir haben das hier aus dem Sperrgebiet bei Terra Grigia. Wir haben unsere Tests abgeschlossen, du kannst es also wieder haben. Direktor O'Brien, du verstehst doch sicher unser Dilemma. Ohne die Terra Grigia-Panik wäre dem ignoranten Pakt die bevorstehende Bedrohung doch gar nicht bewusst. Ja, da könntest du tatsächlich recht haben. Niemand hat das Recht, mich zu richten. Die Welt hatte meine Führung bitter nötig. Es war alles nur zu ihrem Besten. Du machst dir doch nur etwas vor. Du hast doch selbst gesagt, die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Aber ich bin nicht Dante. Und du nicht Vergil. Morgan Lansdale. Hiermit enthebe ich Sie des Amtes als FBC-Commissioner. Mit sofortiger... Boah, wie der schaut, Alter, wie der Dämon persönlich. Ich verhafte Sie wegen des Verdachts der Verschwörung mit Veltro bei der Planung und Ausführung der Terra Grigia-Panik. Jetzt verhaften ihn seine eigenen Leute. Bei allem Respekt, Direktor O'Brien.
Die BSAA macht einen riesigen Fehler. Wo habe ich das schon mal gehört? Irgendwie war das jetzt zu einfach? Ich weiß nicht. Die Königin ist tot. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch weitergeht. Wahrscheinlich schon. Also, ziemlich sicher, das wäre sonst ein ziemlich kurzes Resident Evil. Oh Mist. Ach, puh, zum Glück. Ich wollte mich nämlich noch verabschieden, denn die Folge ist schon 35 Minuten lang. Und dementsprechend bedanke ich mich fürs Zusehen. Macht's kurz rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jo, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Resident Evil Revelations. Jetzt kommt endlich die Wahrheit über Terra Grigia ans Licht. Ja, aber der Preis war hoch. Und die BSAA muss umstrukturiert werden. Der Sturm ist erstmal vorbei. Aber wie lange wird das bleiben? Nach der Festnahme von Morgan Lanster wurde die FPC aufgelöst und die Mehrheit ihrer Mitarbeiter und Mittel an die BSAA übertragen. Die BSAA wurde im Anschluss daran eine Anti-Bioterrorismus-Organisation unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen umgewandelt. Das sind doch unsere Boys. Keith Lumley ist derzeit dank seiner Leistungen am Vaikoni Koinen Moki die führende Figur der BSA-Niederlassung in Ostafrika. Quint Ketchum lehnt nach wie vor Beförderungen in Führungspositionen ab, arbeitet aber weiterhin im Aufgut der BSA in der F&E-Abteilung. Oh, Parker. Parker Luciani wurde vor der Küste der Republik Malta im Mittelmeer treibend gefunden und gerettet. Was? Was ist mit Ding? Raymond. Nachdem Parker einen Monat lang medizinisch behandelt wurde, kehrte er als Spezialagent ins Hauptquartier der BSA zurück. Und Raymond? Und was mit Jessica? Es ist so viel offen, eigentlich kann das doch gar nicht sein. Cleve O'Brien entschied sich dazu, Verantwortung für seine Taten zu übernehmen und seinen Posten als Leiter der BSAA zu räumen. Leute, plötzlich viel bessere Qualität. Das ist halt echt so. Herr, mit Smallscheiß, was ist mit Jessica? Was ist mit Raymond? Er ist derzeit als Berater für die BSAA tätig und schreibt zudem in seinem gemütlichen Zuhause in einem Kriminalroman. Es ist viel zu viel Aufmerksamkeit, dass es jetzt einfach aufhört. Was Jill Valentine und Chris Redfield angeht. Die beiden haben keine Ahnung, welch schreckliche Schicksal sie erwartet. Oh. Knew it. Ich wusste es. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Oh! Lol, nevermind. What the fuck? Es hat so geladen, wie jetzt wird es jetzt weitergehen, aber es ist ein Liquid. Hä, das Spiel ist jetzt echt schon aus? Dann schneide ich das doch an die letzte Folge ran. Das ist dann wenigstens ein würdiges, richtig langes Special. Okay, also einerseits kleiner Mängel, das Spiel ist sehr viel kürzer als Resident Evil 4. Die Hälfte ungefähr, wenn überhaupt. Weil ich habe ziemlich lange gebraucht. Wobei für Resident Evil 4 habe ich auch ziemlich lange gebraucht, muss man dazu sagen. Aber trotzdem. Und okay, es überrascht mich jetzt ehrlich gesagt doch, dass es jetzt schon vorbei ist. Weil ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass es nach den Schiffen noch mehr gibt, dass man irgendwie, ja keine Ahnung, noch was anderes machen muss, aber nö. Nur Terra Grigia ein bisschen mit Parker. Aber das nervt mich jetzt echt ein bisschen. Das ist viel zu viel offen, finde ich. Was genau ist jetzt mit Morgan Lansdale passiert? Was ist mit Raymond passiert? Was ist mit Jessica passiert? Das
sonst noch offene Fragen? Ich weiß gar nicht. Gibt es sonst noch offene Fragen? Mir fällt gerade nichts anderes ein. Nur die drei. Ja, keine Ahnung. Aber ist ja eigentlich auch egal. Lass uns mal die Lyric oder die Credits mal durchlaufen. Oder können wir die, ja genau, klicken wir sie mal weg. Oh! Hidden Special. Ist doch bestimmt Jessica. Ne, ist Raymond. Nein, Jessica. Nein, Raymond. Achso, ich dachte, es geht um den Typen, der den Kaffee macht. Das ist bestimmt Jessica. Es ist halt echt Jessica. War fast schon so leicht, was? Zeig mir nicht, es sind Jessica und Raymond. Die Firma ist morgen jetzt aus dem Spiel. Dumm gelaufen. Schreib du bitte den Bericht dazu. Ach, übrigens. Warum lebt Parker noch? Dafür habe ich meine Gründe. Die BSAA ist gar nicht so blöd, wie ich dachte. Könnte noch witzig werden. Ja, genau. Der Spaß fängt gerade erst an. Schaffen Sie den Schwierigkeitsgrad leicht oder höher? Spezialzubehör auf kleiner Schuss 3. Schaffen Sie den Schwierigkeitsgrad normal oder höher? Hydra für die Kampagne. Okay. Na, schwer habe ich ja leider nicht gespielt. Ich habe nur normal gespielt. Herzlichen Glückwunsch. Sie können jetzt diesen Speicherdaten benutzen, um ein neues Spiel mit einigen Ausrüstungsgegenständen zu beginnen. Möchten Sie diese Daten speichern? Ja. Speichern. Okay, jetzt wurde es tatsächlich aufgeklärt. Genau das Einzige, was ich wissen wollte. Wobei, was genau ist mit morgen passiert, das weiß man ja nicht. Ach, Entschuldigung. Ja, die haben halt nur gesagt, ja, er ist jetzt aus dem Spiel, aber ich meine, gut, er wird wahrscheinlich einfach im Knast verrotten. Was wahrscheinlich auch das Beste ist. Ich weiß, jetzt fängt das einfach ein neues Spiel an, bin ich jetzt wieder im Hauptmenü. Ah ja, Hauptmenü. Outfit auswählen wurde dem Kampagnenmodus hinzugefügt, zu kennen sein neues Outfit. Ja, das konnte man in Resident Evil 4 auch. Jetzt gibt es halt noch den Raubzug-Modus, wobei ich da jetzt sagen muss, ich weiß halt nicht, ob ihr das machen wollt. Das ist halt im Endeffekt. Quasi das gleiche nochmal. Entschuldigung. Wahrscheinlich mit so Mini-Objectives. Oder vielleicht auch gar keine Objectives. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht auch verschiedene Modi. Und ja, aber im Endeffekt ist es ja nichts Story-Relevantes wahrscheinlich. Und ja, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht unbedingt Bedarf, quasi das Spiel nochmal online weiter zu zocken. Ich meine, gut, man kann es auch als Solo-Spiel machen, aber ja, wie gesagt, das ist, denke ich mal, nichts großartig Neues, Weltbewegendes. Genau, aber was ich noch sagen wollte wegen Raymond und Jessica, das ist tatsächlich, finde ich, ein richtig krasser Plot-Twist, weil das heißt, Raymond war ein Doppel-Doppel-Doppel-Agent. Gut, okay, technisch gesehen war er trotzdem nur ein Doppel-Agent, aber er und Jessica haben gemeinsame Sache gemacht, weil die wollten ja morgen anscheinend auch loswerden. Gleichzeitig wollte Jessica aber zum Beispiel auch, dass Parker stirbt. Und Raymond hatte ja aber Parker gerettet, weil ihn er anscheinend doch mochte oder ihm das von damals auf jeden Fall noch gut angerechnet hat. Und das heißt, also direkt war Raymond von der FBC, dann war er aber gleichzeitig halt, hat Morgan unterstützt, das heißt, er hat quasi die FBC hintergangen. Dann hat er aber wiederum Morgan hintergangen. Aber dadurch, dass er mit Jessica zusammen die gemeinsame Sache gemacht hat, hat er, obwohl er Morgan hintergangen hat, die BSA auch wieder hintergangen, weil er das Ding gerettet hat, die Probe vom Virus. Wow, das ist ziemlich krass. Das heißt, Raymond ist eigentlich der most valuable Character sozusagen,
weil er am meisten Einfluss eigentlich hatte. Oder mit am meisten. Weil wenn er die Probe nicht gerettet hätte, dann wäre das ja jetzt quasi, ja, ich sag mal nicht vorbei. Ich meine, das könnte man ja immer noch mal reproduzieren. Aber ja, das ist auf jeden Fall ziemlich heftig. Vor allem die Tarnung. Er rettet Parker das Leben. Oder er hilft Parker auf jeden Fall. Aber rettet gleichzeitig auch den Virus. Das ist ziemlich krass. Aber gut. Ja, ich denke mal, das Video ist lang genug. Und ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das geht jetzt sogar nur noch 3 Tage, das Let's Play. Da muss ich mal gucken, wie wir es machen. Weil das Ding ist jetzt im September, Oktober. Ich schaue jetzt gleich mal, ob es schon draußen ist. Aber kommt ein Spiel raus, das würde ich gerne Let's Playen. Aber wenn es nicht draußen ist, kann ich es natürlich nicht Let's Playen. Dann muss ich mir vielleicht noch was anderes suchen. Mal gucken. Aber so oder so bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Hat Spaß gemacht. Ich muss aber zugeben, das hat man vielleicht auch gemerkt, also Resident Evil 4 fand ich tatsächlich besser. Das Spiel hier an sich spielt sich ein bisschen angenehmer, weil halt einfach, es ist halt einfach für PC besser optimiert. Resident Evil 4 war halt null für PC optimiert, da muss man halt einfach sagen. Allein schon die Steuerung, die Spielweise war halt einfach nicht so schön, weil es halt einfach erst so uralt war und dann halt auch nicht für PC optimiert. Oder für Maus und Tastatur auf jeden Fall nicht optimiert. Und hier war das eben schon so, oder es war auf jeden Fall viel angenehmer zum Zocken an für sich. Aber von der Story her und vom Insgesamten, muss ich sagen, fand ich jetzt Resident Evil 4 wirklich besser. Ja, es waren hauptsächlich Kleinigkeiten. Ich meine, man muss sich immer über ein Spiel ärgern, finde ich, weil sonst passt irgendwas nicht, wenn es zu einfach ist. Aber andererseits finde ich es auch ärgerlich, wenn so viele kleine Kleinigkeiten einen nerven, dass man schon gar nicht mehr die Story genießen kann oder die Story dann auch nicht so geil ist. Wobei ich jetzt hier die Story eigentlich ziemlich gut fand. Also vom gesamten Spiel Resident Evil Revelations würde ich sogar sagen, war die Story am besten. Und jo, also jetzt nicht im Vergleich zu Resident Evil 4, aber vom, wenn ich jetzt die einzelnen Punkte von Resident Evil Revelations aufzählen würde und bewerten würde, würde die Story wahrscheinlich die meisten Punkte kriegen. Aber darum geht es ja, finde ich, beim Singleplayer-Spiel auch. Weil ich fand es jetzt eigentlich schon interessant. Und die Zwischensequenzen haben mir auch ziemlich gut gefallen eigentlich. Ja, aber ja, könnt ihr selber eure Meinung noch in die Kommentare schreiben und vielleicht auch was für ein Spiel als nächstes gespielt werden soll. Aber wie gesagt, direkt jetzt habe ich eigentlich schon einen Plan, aber wenn es noch nicht draußen ist, dann kommt halt vorher noch ein anderes. Was das aber sein wird, weiß ich selber noch nicht, da muss ich dann gucken. Beziehungsweise vielleicht habt ihr Vorschläge. Aber jetzt erstmal vielleicht wieder Spiele, die ich dann selbst schon besitze, so wie Skyrim so ähnlich. Genau, dann auf jeden Fall macht's gut rein, vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.